Ja, hier ist Chris Hemschemeier, Psychologe, Paartherapeut, spiritueller Coach, Coach und so weiter. Diverses andere, was ich nicht alles hier mal aufzählen will. Und wir beantworten mal wieder eine Frage. Es gibt einen 12-Euro-Code, eignet sich immer, wenn man so Kurse nachkaufen will. 12 Ferien heißt der, übers Wochenende, ganz kurze Geschichte. Es gibt den neuen Glaubenssätze-Kurs, es gibt ein 3-Stunden-Paket bei mir und noch so einiges andere. Ich habe Liebeschips so ein bisschen neu gemacht auf der Startseite. Schaut euch einfach mal um. Und vielleicht wollt ihr auch noch so einen schicken Sommerbeutel haben. Gibt noch zwei andere Sprüche. So, findet ihr unter Merch und für Fans auf meiner Seite. So, was haben wir denn für ein schönes Thema? Ich glaube, hoffe, dass es nicht wieder ein Dreieck ist, aber ich fürchte... Aber da war noch irgendwas anderes Cooles drin. Ah, ihr seht es ja dann am Videotitel. Genau. Hallo Christian, ich habe mich vor ein paar Tagen von meiner Freundin getrennt, da sie ein Verhalten an den Tag gelegt hat, was mir nicht gut getan hat. Ich habe daher auf YouTube nach toxischen Beziehungen gesucht, bin auf deine Videos gestoßen, die mir schon sehr viel geholfen haben, um das Ganze zu verstehen. Ich hatte davor noch nichts von Lovebombing oder Future Planning, ja, Future Faking nenne ich das ja immer. Future Faking geht übrigens zurück auf Natalie Lou, mit der ist auch, die kommt gerade richtig, also ich finde die mega, vielleicht kennt ihr die von ihrem Podcast. Die kommt auch bald mit einem Buch auf Deutsch raus und ich wollte die wollte auch zu mir ins YouTube-Video oder in den Podcast kommen. Und das mal nur so am Rande. Genau, musste feststellen, dass ich, glaube ich, eben auf das reingefallen bin. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das dann noch so ist. Kurz zur Geschichte. Ich kam aus einer sehr harmonischen und respektvollen Beziehung, aber der Sex fehlte. Ich konnte irgendwie nicht mehr mit ihm schlafen und wenn, war es eher abarbeiten, kein Freude und Genuss. Ja, das ist ja dieses Problem, was wir so angehen müssen. Das werde ich auch mit meinem ganz geplanten Buch, was nächstes Jahr rauskommt, mal bearbeiten. Dieses eine Extrem sind diese langweiligen Beziehungen, auf der anderen diese toxischen Beziehungen. Wie finden wir da raus? Und wie kommen wir nicht immer in diese Extreme? Ne? Es hat halt viel mit dem Ego zu tun. Das Ego liebt die Extreme. Und auch viel mit so spirituellen Ebenen zu tun. Gehen wir in die Breite, gehen wir in die Tiefe. Aber gut, will ich jetzt nicht alles hier erzählen. Wir haben uns dann dazu entschieden, dass wir die Beziehung so nicht weiterführen möchten. Anfang diesen Jahres haben wir uns getrennt. Ich bin wieder in meine Heimatstadt nach Timbuktu gezogen. Kurz darauf, kurz nach der Trennung, schrieb mich meine jetzige Ex-Freundin an. Jetzige Ex-Freundin, habe ich kurz gestolpert. Das meint, dass jetzt kommt eine neue Freundin, die jetzt aber schon deine Ex-Freundin ist. Sie schrieb, dass ihre Katze entlaufen sei und ob ich ihr nicht beim Joggen die Augen aufhalten könnte. Zufall. Ach Gott. Zufall. Oh, natürlich kein Zufall. Wir kamen so ins Schreiben, tauschen Nummern aus, telefonieren dann auch. Sie kamen damals aus einer langen Beziehung, in der ihr Freund sie am Ende anscheinend nicht mehr beachtete und sie keinen Sex mehr hatten. Kann auch stimmen, nur auch nicht. Ich war nicht dabei. Wir fanden uns super sympathisch und es hat alles so gepasst von den Interessenwerten. Ich hoffe, ihr habt euch nicht im Dreieck kennengelernt, weil das ist schon einfach so ein toxischer Start, dass da jemand sagt, ey, wir haben keinen Sex mehr und ist aber eigentlich noch in einer Beziehung. Da kommt immer nur Murks raus. Und offensichtlich hat sie auch keine Datingpause gemacht zwischen den Beziehungen und dann regiert halt die Bedürftigkeit, ne? So, und dann will man einfach nur wieder Bestätigung haben und irgendwie schlechten Gefühle überdecken und dann gibt es jemand Neues, das ist eigentlich auch wieder Thema Rebound-Beziehung und dann hält das aber wieder nicht lange, weil das eigentlich gar nicht um dich ging vielleicht. Jetzt glaube ich, hat ja da davor schon mal ein Video gemacht zu Rebound-Beziehungen. Ja, das ist einfach Käse, ne? Wenn der eine noch an den anderen denkt. Wir haben uns dann an einem Tag getroffen, hatten ein wundervolles Date mit Spazierengehen. Sie hat dann Essen gekocht, wir sind auf dem Sofa gelandet, haben uns so geküsst, was aber vollkommen okay war. Ab dem Moment begann unsere Beziehung und sie hat mich mit Liebesbekundungen überhäuft. Ja, das ist dann wohl Lovebombing. Ich würde am Anfang, wenn man dazu neigt, toxische Beziehungen zu haben, würde ich am Anfang nicht so lange Dates machen. Auf mich hört sowieso keiner, aber ich sag's immer wieder.
Wird dann doch immer gemacht, aber naja. Egal. So. Sie hat dann auch öfters bei mir in der Stadt geschlafen, hat überall Zettel aufgehängt und hingelegt, wie toll ich sei. Das wird mich schon komplett fucking misstrauisch machen. Da würden bei mir alle Alarmglocken angehen, aber solange man es nicht weiß, weiß man es halt nicht. Ne? Das sollte einen übrigens, ich glaube, wenn man einen gesunden Liebeschip hat, stößt einen das komplett ab übrigens. Also gesund jetzt in Anführungsstrichen, also einen stabileren, sagen wir mal so. So, was mir natürlich auch sehr gefallen hat, das sollte dir nicht gefallen, das sollte dich komplett abtören. Kinder zusammenziehen, mehrere Sachen wurden auch schon geplant. Bei ihr wurde, wenn wir zusammen waren, auch eine Krankheit diagnostiziert. Ich stand ihr zur Seite und habe sie mal wieder aufgebaut. Als sie alles gut überstanden hatte, wollte sie noch mehr Kinder, was für mich okay war, da ich mir auch Familie wünsche. Für mich hat sich das alles natürlich fantastisch angehört. Der Sex war nach dieser ersten langweiligen Beziehung überragend erfüllend, wo ich zum ersten Mal etwas irritiert war, war bei meinem besten Kumpel. Wir hatten bei ihnen einen Grillabend mit Übernachtung. Auch hier hat sie immer wieder zu meinem Freund und seiner Freundin gesagt, wie toll sie sind und dass mein Freund ein super bester Freund ist. Oh, okay. Du Scheiße. Am Morgen hat sie dann ganz viele Zettel mit, ihr seid so toll und super im Haus verteilt bei den Freunden jetzt. Oh, oh fuck. Oh mein Gott, ey. Mein Freund und seine Freundin fanden das natürlich sehr irritierend. Ja, die finden es irritierend, weil sie nicht so drin hängen. Du hättest es auch irritierend finden sollen. Wie gesagt, solange man es nicht weiß, weiß man es nicht. Und wenn Emotionen im Spiel sind, es ist höchst irritierend und sollten sämtliche Haare, die man noch hat, sollten einem zur Berge stehen. Also ich weiß zumindest, was dann kommt. Und naja. Da kann so viel schlimme Sachen mal rauskommen, aber egal. Mein Freund und seine Freundin für das Orientieren, naja, sei es drum. Ich hatte dann sehr viel mit der Arbeit zu tun, das hat mich sehr belastet. Dies habe ich ja auch so mitgeteilt und das, was an meiner Arbeitssituation was ändern muss. Wir fuhren dann in den Urlaub und es waren ein paar wundervolle Tage, die ich sehr genossen habe. Ich habe aber gemerkt, dass die Arbeit mich nicht mehr losgelassen hat. Und dann ging es dir nicht so gut, wurde es krank geschrieben und dann war sie nicht für dich da. Ja, schönen Dank auch, ne? Ja. Hier fing es schon an. Sie hat mir in den ersten 3 bis 4 Monaten immer sehr viele Nachrichten mit Herzchen, Smileys über WhatsApp geschrieben. Dies wird immer kühler. Ja, also von Nachrichten kann man sich nichts kaufen, ne? Das ist billig. Also billig im Sinne von, dass überhaupt keine Aufwand ist, mal eben irgendwas einen Scheiß zu texten, ne? Mich hat das irritiert. Ich habe nachgefragt, ob alles in Ordnung sei. Sie meint, alles passt. Ja, klar. Sie ist dann mit ihren 2 besten Freunden, ein Mann und eine Frau, in den Urlaub gefahren. Hier wurde der Kontakt immer kühler und sie wurde immer unnahbarer. Ja, da war sicherlich schon was anderes im Ofen. Vermute ich mal. Just saying. Als sie zurückkam, sahen wir uns erst einige Tage später und da hatte sie mir am Vormittag eine Nachricht geschrieben, dass sie heute Abend reden müssten. Ah ja, okay. Immerhin gut, dass sie es auch anspricht dann. Ich wollte natürlich wissen, um was es geht und bekam keine Antwort. Ich bin ein Mensch, der braucht Klarheit und keine Ungewissheit. Ich hatte sie dann auch angerufen, direkt gefragt, ob sie die Beziehung beenden möchte. Sie hat dann nur gesagt, soll man nicht so viele Gedanken machen und wir reden heute Abend. Für mich war es ein unglaublicher Abfuck. Sie kam dann und meinte, es ging ihr alles viel zu schnell. Sie bräuchte jetzt erstmal Abstand, aber sie möchte auf jeden Fall mit mir zusammenbleiben. Also wenn eine Frau sagt, sie braucht Abstand, rennt so schnell ihr könnt, wirklich, ist das Ding gelutscht. Es ist so gelutscht, dass das Bonbon schon gar nicht mehr da ist. Also, aber auch schön so am Benzel halten. Aber gut, das macht man dann. Ich will das jetzt auch alles immer gar nicht moralisch bewerten. Das ist halt, was man im Minuspol so macht. Aber es ist einfach Ego-Scheiße. Und naja. So. Ich bin der richtige Mann. Sie sieht Großes in unserer Beziehung, aber sie möchte... Ich liebe dich so, ich sehe so Großes in der Beziehung, aber ich möchte dich gerne erstmal 5 Wochen nicht mehr sehen. Das ist so typisch
toxische Beziehung, Ego, Minuspol, alles, es ist so typisch. Also wenn ihr diese Inkonsistenzen seht, ne, ist echt Alarmstufe dunkelrot. So. Ach. Ja, genau. Es ist so heiß draußen und solltest dir trotzdem eine Eskimo-Jacke anziehen, irgendwie. Ach, ich könnte jetzt so tausend, das ist einfach so irrsinnig. Du solltest vegetarisch essen, aber hier ist ein Schweinsbraten. So, geht noch weiter. Diese Zeit nehmen wäre für mich völlig okay gewesen, aber diese Kühle war schon hart. Ja, das ist, aber ist auch so typisch toxische Beziehungen halt, diese erst so und dann so, ne? Und dann geht es immer so weiter. Dieser Zustand hat mich innerlich ziemlich aufgefressen, da ich jetzt wusste, wir sind noch zusammen oder nicht. Was ist jetzt überhaupt los? Nach 2 schlaflosen Nächten habe ich dann Beschluss befasst, das zu beenden. Es tut mir nicht gut. Habe sie angerufen, dass mir es nicht gut tut. Sie hat dann geweint. Dann habt ihr wieder telefoniert. Da habt ihr überlegt, ob ihr euch noch eine Chance gibt. Und hast du gesagt, ja, wenn ihr beide an einer Beziehung arbeiten wollt. Und sie schaut, woher diese Unnahbarkeit kommt. Du kannst auch schauen, warum du so eine Frau datest. Macht genauso Sinn. Kannst du wenigstens bei dir gucken. Ich habe sie natürlich das Gleiche gefragt und sie meinte dann grundsätzlich, ja, aber ich soll doch auch auf mich schauen. Ja, hat sie recht. Aber nicht so, wie sie es, glaube ich, jetzt meint. Ich hätte mich in den letzten Monaten total verändert und ob ich denn eigentlich merke, wie scheiße es mir gehe. Ja, die geht es ja jetzt auch nicht so gut, okay, aber wenn man es einem nicht gut geht, dann will man nicht noch einen Partner haben, der da keinen Bock drauf hat. Aber gut, das ist ihre ehrliche Meinung wahrscheinlich und ja, kannst du jetzt sehen, dass es keine Freundin ist, die dir da die Hand hält, so, ne? Sie hätte gerne wieder den Freund zurück, den sie am Anfang kennengelernt hat. Das war eine harte Ansage. Ich habe mir nur gedacht, was geht dann jetzt? Gut, das ging dann doch etwas hin und her und ich hatte immer wieder versucht, eine Lösung zu finden, aber irgendwie wollte es nicht klappen. Ich beendete das Gespräch, nachdem sie mir gesagt hat, wenn es für mich leichter ist, sie als die Schuldige in der Beziehung zu sehen, dann ging das immer so weiter. Dann kam sie wieder vorbei, dann habt ihr euch geküsst, hat sich entschuldigt. Hat sie noch gesagt, ihr schreibt euch auf jeden Fall. dann wurde ein neues Treffen angesetzt und... Ah nee, dann hat sie nicht geschrieben. Dann wieder nicht geschrieben, schlechte Kommunikation. Und dann wieder Beziehung beendet, dann ist sie wieder vorbeigekommen und hat ihre Sachen abgeholt. Ja gut, da wird nichts mehr bei rauskommen. Habe sie überall blockiert und Kontaktsperre. Ich habe natürlich auch mit meinen Freunden darüber gesprochen, ob ich mich verändert habe. Ja, das ist eine gute Idee. Ich war so unsicher, es hat mich selbst irritiert. Mir wurde dann aber auch gleich der Kopf gewaschen von meinen Freunden, von daher alles gut. Aber ich soll doch mal hinschauen. Seitdem habe ich mich mit dem Thema toxische Beziehungen und so weiter auseinandergesetzt und musste feststellen, dass hier schon einige Parallelen zu meiner Ex-Freundin zu finden sind. Ah, okay, ich werde es jetzt nicht alles vorlesen. Da sind auch noch einige mehr Issues bei deiner Ex-Freundin. Das kann ich jetzt nicht alles vorlesen, aber ja gut, dann weißt du, für die Zukunft bist du vielleicht ein bisschen gewarnter. Das muss man jetzt nicht alles... Sie sei sehr spirituell. Ja, also ich bin ja auch, ich mag ja Spiritualität, aber nur, dass jemand sagt, dass er spirituell ist, hat überhaupt nichts damit zu tun, wie er psychologisch aufgestellt ist. Es gibt Menschen, die sind psychologisch super aufgestellt, total unspirituell. Es gibt Menschen, die sind super spirituell, psychologisch ganz schwierig aufgestellt, total kaputtes Bindungsmuster. Es gibt alles Mögliche. Und natürlich auch die anderen Kästchen in dem Viereck. Ich habe das Gefühl, dass ich von ihr die Finger lassen sollte. Ja. Es gehört ja immer einer dazu, der es macht und einer, der es machen lässt. Genau. Ich habe bestimmt auch meinen Teil dazu beigetragen und so weiter und so weiter. Ich denke, denkst du, dass ich richtig gehandelt habe, da auszusteigen? Yep.
Zumindest sagt mir mein Bauch und mein Kopf, es tut mir nicht gut und ich möchte nicht so behandelt werden. Ja, du möchtest nicht so behandelt werden, aber ich glaube, sie auf eine Art kann sie gar nichts dafür. Sie ist so. Und aber du bist nicht ihr Therapeut und nicht ihr Retter. Du hast es relativ schnell durchschaut. Also sei froh, du hast kein Kind mit ihr. Hack's einfach ab. Arbeite an einem Liebeschip. Die Männer bei mir haben fast alle den gleichen Liebeschip. Mach die fucking Kurse. Und lass es los irgendwie, ne? Bleib auf null Kontakt, dann geht's am schnellsten und solltest wirklich an dir arbeiten, dass du da stabiler wirst, dass du dich selber mehr durchschaust und dich einfach mehr im Griff hast und dann wird dein Dating-Game auch besser. Ja, also es tut mir leid, aber lass es einfach los und sag dir einfach, also ich glaube jetzt nicht, dass sie so intentionally böse ist. Die ist einfach so. Ne? Aber Beziehung ist eben geben und nehmen und wenn nur einer gibt, geht's halt nicht. Ne? So, ich freue mich auf deine Antwort und danke für deine vielen tollen Videos. Damit hast du nicht nur mir geholfen, sondern bestimmt auch vielen anderen Menschen. Bitte mach weiter so, bleib so authentisch. Das ist einfach super. Dir einen schönen Tag und bleib gesund. Und wir werden uns bald wiedersehen.